Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute geht es in die nächste Vorlesung rein, nämlich über die traditionell europäische Medizin. Und dazu habe ich den Professor Dr. Karl-Heinz Steinmetz hier. Der ist Medizinhistoriker und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, über die innovativen medizinischen Therapien aus dem Mittelalter zu sprechen. Und da bin ich sehr gespannt, was uns alle erwarten wird. Ich stelle mich darauf ein, dass ich heute viel lernen darf und wünsche Ihnen dazu auch viel Spaß. Wir sind gleich für Sie da. Lieber Karl-Heinz, ganz herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich sehr. Auch die letzten drei Sendungen, die wir schon machen durften, waren für mich so ein bisschen Highlights. Die machen Spaß. Die zeigen, ich bin mit Moderation am richtigen Ort. Ich kann was lernen. Und jetzt geht's wirklich mal in diese mittelalterliche Zeit rein, wo innovativen Therapien ja auch angeboten wurden. Aber wie haben denn die ausgesehen und was muss ich mir darunter vorstellen? Wer sich heute für so manche therapeutische Sachen interessiert, der geht vielleicht in ein Medical Wellness Center und es gibt so für jeden Geldbeutel. Mhm. Also so Day Spa in Zürich, in St. Gallen, in Wien oder dann natürlich die Luxusversion im Berner Oberland. Also das sind dann die noblen Kurorte. Mit Aussicht. Mit Aussicht. Ja. Mhm. Im Mittelalter hat man sich auch so interessiert für Medical Wellness. Also nicht nur Spaß-Wellness, sondern etwas, was bringt. Und die Location, wo das stattgefunden hat, war die Badstube. Mhm. Also Badstube, da denken wir an was sehr Rustikales. Das ist natürlich auch Sauna, aber das war sehr viel mehr. Denn die meisten Ärzte waren sehr teuer. Und der Durchschnittsbasler, die Durchschnittsbaslerin oder in Zürich, die konnten sich gar nicht immer diese Hochleistungsmedizin leisten und die sind in die Badstube gegangen, weil da sozusagen die Heilpraktiker, Heilpraktikerin vor Ort greifbar war. Mhm. Es war durchaus üblich, einmal pro Woche in die Badstube zu gehen. Im August eher nicht, da war es sehr heiß, da hat man Urlaub gemacht, aber besonders im Winter sind Bürger, die ein bisschen ein Geld gehabt haben, also so Mittelklasse, die sind einmal die Woche in die Badstube gegangen. Und es war eben ein Rundum-Programm. Dort gab es Kräutertipps. Man hat sich pulsen lassen, um zu schauen, was man gerade für ein Temperament ist. Wenn das jemand nicht selber konnte, Pulsdiagnose ist nicht sehr schwer, aber jetzt auch nicht ganz einfach. Da gab es dann Badermagd und Baderknecht. Die konnten das, die haben die Zunge, das Gesicht, den Puls gelesen. Und ja, einige Tipps an die Hand gegeben, die man gleich vor Ort schon genießen konnte. Was ist so der Fächer einer Badstube in therapeutischer Hinsicht? Zunächst hat man sehr geliebt eine Textilmassage, die heute völlig ausgestorben ist. Nochmal zur Philosophie dahinter. Der Mensch hat ein energetisches Schutzschild. Keiner will einfach von irgendjemand betätschelt werden. Also das ist so unser Autonomieraum. Und um jetzt überhaupt gut massieren zu können, ist es gut, wenn man entweder mit einem offenen Tuch oder mit einem Handschuh erstmal ganz sanft streicht. Erst dann geht der Körper überhaupt auf für ein bisschen tiefere Massagen. So ist es immer losgegangen, Textilmassage. Frictio Sicca heißt es, also die trockene Massage. Dann hat Bader, Baderin oder die Bader, Mägde, Knechte sind dann ein bisschen weitergegangen. Sie haben dann eine Ölmassage vollzogen an einem und jetzt mit temperamentspezifischen Ölen. Wenn jemand sehr luftig war, hat man gesagt, der braucht vielleicht Olivenöl mit Schafgarbe. Wenn jemand sehr feurig war, wie wär's mit Traubenkernöl mit Rosenblüten? Das kühlt richtig schön runter. Wenn jemand sehr melancholisch drauf war, Element Erde, da hat man gesagt, so nährendes Mandelöl mit vielleicht Melisse oder auch Lavendel. Es vitalisiert gut. Und last but not least, wenn jemand wirklich ein bisschen zu cool phlegmatisch drauf war, dann hat er vielleicht ein Walnussöl mit Rosmarin oder Thymian bekommen. Also sehr spezifische Öle. Und da hat man wirklich tolle Griffe eingesetzt. Wir haben nur die mittelhochdeutschen Begriffe, nämlich Strichen, also das ist so schöne Streichen, dann Zwergen, das sind so tiefen Griffe. Also wir würden heute Petrissage sagen in der schwedischen Heilmassage. Dann Chlorfen, das sind
Klopftechniken, dann Rieben, das sind Reibungen, Schürten, das ist so Vibriertechniken, Zirchen und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele Untergriffe, mindestens 21. Also eine spannende Massage, die mindestens so aufwendig ist wie Tuina Anmo. Das ist die Heilmassage aus der TCM, die in der Schweiz an vielen Orten praktiziert wird. Während diese mittelalterliche Massage ist leider in der Schweiz noch ganz ausgestorben. In Österreich gibt schon das erste Kurhaus, die diese Massage wieder einsetzt und im regelmäßigen Kurbetrieb den Kurgästen zur Verfügung stellt. Wieso ist die verschwunden? Man hat dann doch im langen 19. Jahrhundert, also ich spreche jetzt mal so von Französischer Revolution, dann bis rauf zum Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das nennt man in der Forschung oft das lange 19. Jahrhundert. Das fängt schon vorher an und dauert länger. In diesem Jahrhundert ist man auf die Idee gekommen, Medizin restlos zu naturalisieren. Also eine Medizin, die sehr mechanisch und nur noch naturwissenschaftlich fundiert arbeitet. Das ist schon auch richtig. Naturwissenschaft ist toll. Ich liebe Naturwissenschaft. Und da hat man dann aber alles, was so ein bisschen, ja, so psychoneuroimmunologisch, spirituell, energetisch ist, das hat man einfach alles weggeschnitten. Und da ist halt leider diese Massage dann mit auf der Strecke geblieben. Und man hat nur noch eine orthopädische Massage. Die gibt's heute noch. Aber die ist meines Erachtens ein bisschen langweilig. Und deswegen macht mir das Freude, diese älteren Massagetechniken, Mittelalter, Renaissance bis so zur Barockzeit, die überhaupt erstmal zu studieren in Baderbüchern und dann mit Freunden, die einfach ganz, ganz tolle, erfahrene Masseurinnen und Masseure, Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen sind, mal an uns selbst zu testen und dann auch Spezialseminare für Therapeuten anzubieten. Ich darf jetzt noch im Juli in 14 Tagen in Bad Kreuzen im Kurhaus so ein Seminar mit einer Physiotherapeutin und Masseurin zusammenleiten, wo wir Profis ausbilden, die Lust haben, diese alten Therapien in den therapeutischen Alltag mit einzubringen und noch besser zu massieren, als sie schon können. Dass da typenbezogen verschiedene Substanzen genommen werden, das hast du uns in einer der vorgängigen Sendungen ja auch schon erklärt, was ja total Sinn macht. Diese Massagen sind immer Ganzkörper gewesen? Schon, ja. Also durch, jeweils durchblutungsfördernd, aber wie gehen sie dann auch noch punktuell auf Organe ein? Oder wie, was erzähl mal? Ja, das ist eine Baustelle, da hat es mich dann auch völlig weggebeamt. Ich nenne es jetzt mal neudeutsch so. Ich habe da mittelalterliche Handschriften aufgemacht und habe so kleine Figurinen gefunden. Das schaut aus wie Akupunkturmännchen. Da habe ich gedacht, bin ich jetzt im falschen Film? Also es ist ja eine europäische Handschrift, da gibt's ja keine Akupunktur. Aber das sind Figurinen mit Reflexpunkten. Man war da wahnsinnig sensibel. Es gibt ja heute auch in anerkannten Massagen so Trigger-Point-Techniken. Es gibt auch Studien, die zeigen, wie innere Organfunktionskreise mit äußeren Hautarealen, mit sogenannten Dermatomen, in Verbindung stehen. Das lässt sich naturwissenschaftlich beforschen. Und das wirft natürlich nochmal ganz ein anderes Licht auf diese Sensibilität, da gewisse Punkte zu benennen und dann auch auszumessen und diese Punkte ganz speziell in die Massage mit einzubauen, aber auch mit weiteren Tools, mit weiteren Instrumenten zu behandeln. Die haben also nicht nur Massageöl aufgetragen, sondern haben auch skurrile Werkzeuge gehabt, die leider auch ausgestorben sind. Und wir bauen die gerade nach und probieren sie dann in der täglichen Praxis in Kurhäusern aus, was die dann am Ende des Tages nutzen. Schöpfgläser, Kauterien, das sind so eigenartige Messingbügel, die da vorne so ein Köpfchen haben, das wird angewärmt. Da kann man auch gut diese Reflexpunkte behandeln. Kräuterglimmkegel. Wer sich in der TCM gut auskennt, der kennt so diese Moxa-Hütchen. Das sind so kleine Glimmhütchen und die werden angezündet, bis sie glühen. Und die schicken auch einen Wärmereiz ins System hinein. Feuertuch,
Kuhhörner, die aufgesägt werden, und da kann man tolles Faszientool machen. Also eine ganze Welt der mittelalterlichen Badstube. Ich komme jetzt nicht mehr aus dem Staunen raus. Ja. Kuhhörner zum Faszien, also nur schon das Thema Faszien generell, ist ja eigentlich bei uns, also ich habe erst, meine Frau erzählt schon seit 4-5 Jahren über Faszien, richtig zugehört habe ich jetzt vielleicht von einem halben Jahr erstmal richtig, dass das ja ein ganzes Organ ist, das ja eigentlich den Körper umspannt, wo unglaublich bedeutsam ist, aber eigentlich in der Medizin noch Mauerblümchen, der immer Schlaf hat, oder? Und das war im Mittelalter, wo so Faszienmassage ist schon da. Ist ja Wahnsinn, oder? Sie hatten nicht den Namen Faszie, also das ist ein Begriff, der kommt erst sehr, sehr spät. Aber sie haben Alternativbegriffe gehabt, so, ich habe da ein bisschen gebraucht, bis ich das Latein verstanden habe. Also da stellt man sich vor, dass erst kommt Tau, Ros, dann als nächstes kommt Cambium, das ist irgendwie so eine Wachstumsstruktur, und zum Schluss kommt dann Gluten oder Gluten. Und das lagert sich da so an. Also das ist offensichtlich ein primitiver Versuch, fasziale Struktur zu beschreiben. Aber wichtig ist, dass es dann eben die Techniken dazu gibt. Und da hat man einfach bei vielleicht Schweizer Rindern halt beim Schlachten oder sonst halt irgendwie das Horn gewonnen, oben das Spitzerl abgesägt, dann längs aufgetrennt, gekocht, und dann wird das ganz biegsam. Man macht ja auch Hornkämme so. Und dann hat man das aufgefaltet, zwischen zwei Holzplatten eingespannt, getrocknet, und dann hat man eine schöne Hornplatte. Und da hat man jetzt dann so ein birnenförmiges, ein bisschen verlängertes Werkzeug ausgesägt, die Kanten abgerundet. Und damit kann man fasziale Techniken machen. Das schlägt jede Faszienrolle. Und die Therapeuten, Therapeutinnen im Kurhaus von Bad Kreuzen, die setzen das wirklich täglich ein, weil man da so wunderschön in der faszialen Struktur eine echte Welle kreieren kann. Die Faszienrolle ist ein bisschen fad, weil die quetscht und entspannt wieder. Also da ist nur Druck. Aber diese schöne Wellen durch die fasziale Struktur, die kriegt man nur mit diesen Hörnern hin. Ich habe gesehen, in Amerika gibt es das aus Stahl so ähnlich. Da gibt es eigene Techniken. Ich finde das Kuhhorn ganz witzig. Ja, sehr. Woher hast du das jetzt gefunden? Auch in der Klosterbibliothek, dieses Wissen zu diesen Bädern, oder wo? Es gibt auch ethnologische Forschung. Also es gibt Forschung, wo man zum Beispiel auch archäologisch Badstuben mal genauer untersucht hat. Manchmal sind Werkzeuge zerbrochen, Schröpfgläser oder so Schröpftöpfchen oder auch diese Faszientools. Es gibt Beschreibungen, was in Bauernhöfen alles gemacht wurde. Kuhhorn, da sind wir ja auch im Bauernhof. Und im 19. Jahrhundert haben viele Volkslied- und Volkskundeforscher solche Sachen gleich mitbeschrieben. Sie waren da auf der Alm, da hat die Sennerin gejodelt und sie hat auch ein Faszientool gehabt. Und wenn man das ein bisschen aufarbeitet, kann man das ganz gut rekonstruieren, wie man das eingesetzt hat. Und was nicht bezeugt ist, das versuchen wir eben in der Praxis heute dann nachzubessern. Mir geht es ja nicht darum, dass wir genauso massieren wie in der mittelalterlichen Badstube, sondern einfach nur, dass wir uns von den Schätzen einer vormodernen Medizin inspirieren lassen und durchaus auch unsere eigenen Therapien kreieren. Jetzt auch das mit dem Wärmen von gewissen Körperstellen fasziniert mich, weil die Wärme an einer gewissen Stelle löst ja was aus. Und da frage ich mich immer wieder, heute wissen wir das wissenschaftlich, aber wie wussten denn die Leute im Mittelalter das wieder? Ich habe mit Freunden zusammen, die akademisch sehr versiert sind, mal einen vollständigen Katalog der Reflexpunkte aufgestellt. Das sind so um die 150. Die kannten die offensichtlich auswendig. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das mal mit China abzugleichen, mit Akupunkturpunkten. Fehlanzeige. Also höchstens 50% deckungsgleich. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, das mit den tibetischen Reflexpunkten abzugleichen. Volltreffer. Aha. Also man hat den Eindruck, das Berner Oberland und die Tiroler Berge sind direkt mit dem Hochland in Tibet verbunden. Ah, da haben also wir das von denen bis umgekehrt. Zu 85% ist das ident. Und ich habe dann ein bisschen herumgeforscht. Offensichtlich war Bagdad, das war damals die Hauptstadt des Persischen Reichs. Und da hat man offensichtlich so im 9., 10., 11. Jahrhundert hat man da Wissen ausgetauscht. Und ja, da dürfte man noch ein bisschen forschen. Ich bin ja
passionierter Medizinhistoriker, hat jetzt aber ein bisschen wenig Zeit, das alles aufzuarbeiten, weil mich momentan die Praxis so lockt. Aber diese Reflexpunkte lassen sich dann eben auch mit modernen Reflexpunktlehren noch mehr abgleichen. Und es gibt einfach so einen Grundbestand von Punkten, die fast fraglos sind. Also die sind fast über jede Kritik erhaben und die wirken im Alltag. Wir könnten da jetzt die Masseure und Masseurinnen aus Bad Kreuznach mit hier in unsere Runde bitten. Die würden Praxisgeschichten erzählen, wo einem wirklich der Mund offen bleibt vor Staunen, wie wirkungsvoll das in der täglichen Praxis ist. Das war jetzt ein ganz tolles Stichwort. Also Massage ist nicht gleich Massage. Also hier gibt's wirklich eine 2.0, wenn man das alles ein bisschen integriert und zusammenfasst. Aber diese Leute müssen ja nicht nur die Techniken können, sondern auch das Verständnis, warum. Mhm. Und wieder, jetzt zitiere ich dich, glaube ich, jeder Typ ist wieder anders, also braucht er wieder was anderes. Da wird natürlich in der heutigen 0815 Kurmedizin genau das Gegenbild uns vor Augen gestellt. Ich kenne Masseurinnen, die haben den Dienst quittiert, weil sie es nicht mehr aushalten. Kassenverordnungen, gleichzeitig so 5 kleine Separés, wo die Klienten, Patienten drin liegen. Der eine wird irgendwie völlig unmotiviert einmal 20 Minuten irgendwie geknetet, nebendran schon Fango, nebenan Elektrotherapie und das Ganze im Akkord. Mhm. Also das wirkt wie Fließbandtherapie. Wirkt natürlich fast gar nichts. Das spüren alle. Das spürt der Masseur, die Masseurin. Und der massiert wird, spürt das auch, nämlich nichts. Zuwendung. Keine Zuwendung. Ich glaube, es ist rein Zuwendung. Letztendlich, der Körper wird massiert. Er hat sich was Gutes gegönnt. Ich glaube, es ist mehr eine psychische Sache, dass sich der Massierte besser fühlt, oder? Auch das, aber schon auch die maßgeschneiderte Therapie. Mhm. Bei den TEM-Badstubentherapien ist verpflichtend, dass vorher und nachher gepulst wird. Das gibt's heute auch nicht mehr bei der Massage. Da geht man rein, schnell Befund, ja, da diese Muskelgruppe ist verspannt, da ist irgendwie ein orthopädisches Problem und los geht's. Die Bader, Baderinnen früher, die haben genau gepulst. Die haben sich erst mal 15 Minuten Zeit genommen, das Visier überhaupt zu lesen. Was ist hier los? Und dann ganz feinsinnig palpiert. Die ganzen schmerzenden Stellen mal erst sauber rauspräpariert. Und dann haben sie überlegt, was sie aus dem Repertoire, man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Ich kann ja da nicht ein Schöpfglas setzen. Schöpfen würde bedeuten, das ist zum Beispiel so ein Glas ohne Stiel, ohne Wasser. Und dann mit einem Feuerstab kann man da reinfahren. Und wenn man das rauszieht, ist in dem Glas ganz kurzzeitig ein Vakuum. Und ich kann diesen saugenden Reiz dann eben da drauf applizieren und dann saugt es da ganz gut. Warmer Stein ist genau das Gegenteil. Also das eine zieht und der warme Stein speist ein. Und so hat man sich eben genau überlegt, auf welcher Region, welches Werkzeug, welches Verfahren. Und da geht dann wirklich was vorwärts. In einem guten Kurhaus hat man dann eine Stunde dieser Behandlung. Das ist was anderes als 0815 Ratsch-Klatsch, Fließbandbehandlung aller 20 Minuten. Ja, wir sind heute eingeladen, uns diese Therapien dann auch selber zu leisten. Ich habe mich entschieden, ich fliege nicht mehr auf die Seychellen und nicht auf Mauritius. Ich gebe lieber den lokalen Medical Wellness Einrichtungen in Schweiz, Deutschland, Österreich eine Chance. Das ist Gesundheitstourismus, der mich wirklich weiterbringt. Und nachdem es die Kasse nicht bezahlt, das spendiere ich mir selbst, denn das bin ich mir selber wert. Bravo, bravo. Genau, mache ich auch so. Mein Feriengeld investieren in die Gesundheit in Form von Klinikbesuch oder eben sowas, das würde ich jetzt sofort natürlich auch auf meine Liste setzen. Müssen wir nachher noch eine Liste aufbearbeiten miteinander, gell? Denn wo ich jetzt hingehen würde, wird es das wahrscheinlich nicht geben. Also ich muss wirklich mehr wissen. Eine Ort hast du jetzt öfters erwähnt, aber gibt es das in Deutschland, Österreich, überall, Schweiz auch schon? Solche Badlandschaften, die sowas anbieten? Ja, wir sind da noch ein bisschen in der Vorschule oder in der Kinderstube. Das ist eine Marktlücke. Ja, mein Institut gibt's noch gar nicht so lange. Also ich mache schon so 7, 8 Jahre rum. Aber das hat ja ein bisschen gedauert, das überhaupt alles zu erforschen und zu testen. Wir haben mittlerweile diese Verfahren auch alle durch kleine Beobachtungen, Studien unterlegt.
Mein Kompagnon hat ganz am Anfang immer gesagt, Karl, hilft es wirklich? Bist du dir sicher? Und ich habe natürlich sofort Ärzte beigezogen. Im Team habe ich auch einen Professor für Kurmedizin mit dabei, mit dem ich dann abends immer die Sachen durchbespreche, der mir Ratschläge gibt, väterlicher, professoraler medizinischer Rat. Das ist schon wichtig. Mhm. Aber jetzt sind wir so weit, dass wir das eigentlich rausbringen könnten. Deswegen herzliche Einladung an alle Hoteliers, an alle Besitzer oder Geschäftsführer von Medical Wellness Einrichtungen, Reha-Zentren. Wer neue Impulse setzen will, die valide sind und die aber auch ganz was Neues bringen und auch Spaß machen und auch Kunden ansprechen, bitte geben Sie der TIM eine Chance, weil da ist ein echter Schatz, der noch nicht implementiert ist. Ich hoffe, dass sich da in Zukunft einiges tut. Ich war jetzt schon, ich glaube, zum 7. Mal in der Schweiz in Sachen TIM. Ich war schon in Graubünden, ich war schon im Berner Oberland. Jetzt sind wir hier am Bodensee. Also ich merke, die Schweiz vibriert im TIM-Fieber. Ich hoffe, so in ein, zwei Jahren gibt es dann schon die ersten Kurhäuser, die da richtig einsteigen. Du hast vorhin noch mehrfach das Wort auch Schöpfen genannt. Ist das eine typische traditionelle europäische Medizin oder gibt es die auch schon aus anderen Kulturen? Sie ist nicht typisch europäisch, eindeutiges Nein. Denn in allen Kulturen, in allen Medizinsystemen ist man auf die Intuition gestoßen, dass Saugen gut tun kann. Also der Säugling saugt und das ist ganz urtümlich, wenn da was weh tut. Offensichtlich, um das besser zu durchbluten oder auch um Gift herauszuziehen, kommen Kinder oder unverbildete Menschen auf die Idee zu saugen. Mhm. Und irgendwann hat man gedacht, das ist aber sehr anstrengend. Ich kann da jetzt ja nicht 10 Minuten dauersaugen. Und dann hat man nach Instrumenten gesucht. Ausgehöhlte Kürbisse oder so Kalebassen. Dann hat man auch mit gedrechselten Holztöpfchen oder mit Kupferschälchen und später dann mit Glas, weil das hygienisch sehr, sehr einfach ist, das hygienisch sauber zu halten, hat man experimentiert. Und in China, in Japan, in Tibet, in Persien, in Europa hat sich dann eben diese Technik herauskristallisiert, dass man so ein Glas hat und das mit einem Feuerstab entleert. Also man erzeugt ein Vakuum und diese Gläser kann man besonders gut setzen und dann dort für 10 Minuten oder noch länger stehen lassen. Und es sind wirklich interessante Reize. Ein Professor in Hamburg hat das mal untersucht und die positive Wirkung beim Karpaltunnelsyndrom und auch bei entzündlichen Prozessen am Knie durch Schröpfgläser ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen. Da gibt's noch viel weiter zu arbeiten, noch mehr zu beforschen, aber ja, so viele Kulturen und die ersten modernen Studien, die können sich kaum irren. Es ist kein Allheilmittel, aber ein toller Baustein, den ich in der breiten Landschaft und bei den Physiotherapeuten, Masseuren weitestgehend noch vermisse. Okay, ist ja, so. Da ging noch mehr. Man kennt's, aber es kommt wirklich ganz schwach daher von wenigen Exoten, die das anbieten. Ja. Und jetzt hast du gesagt, eine zieht und der warme Stein, drückt. Das ist natürlich auch wieder eine sehr primitive Vorstellung. Vormoderne Medizin, sehr anschaulich. Die hatten ja keine Hightech-Labors. Die haben das ganz naiv beschrieben. Das ist auch der Charme, weil wir das sofort verstehen können. Also was halt zieht, das nimmt auch energetisch heraus. Also wenn was in der Tiefe versteckt ist, kann man das sozusagen an die Oberfläche befördern. Die entgegengesetzte Dynamik hätten einige Wärmetherapien. Das jetzt harmloseste ist ein warmer Stein oder auch warme Wickel. Das konnte früher jede Schweizer Mutter, jeder Schweizer Vater oder auch in den anderen europäischen Ländern haben das drauf gehabt. Das war Allerweltswissen. Man kann ja nicht bei jeder Erkältung ständig zum Arzt laufen. Mhm. Und der normale Arzt hat auch nicht so viel zu bieten. Also ein bisschen Schleimlöser, vielleicht nur Schmerzmittel und ein Fiebersenker. Also mehr ist ja da schulmedizinisch auch gar nicht im Angebot. Die meisten Sachen darf man sich in vielen Ländern eh auch selber leisten, weil es keine Kassenleistung ist.
Gerade deswegen wird sich's hier rentieren. Ich behaupte mal, jeder, der nicht einen warmen Stein hat, sollte den mal entdecken. Spaziergang im Bachbett. Mal mit den Steinen so Kontakt aufnehmen. Wo sind meine Heilsteine? Die sammeln. Große, kleine, bitte alle schön rund. Ja, und dann idealerweise mal einen Kurs machen. Gibt eben spannende, interessante, wirkungsvolle Reflexpunkte. Zum Beispiel hier am Kreuzbein. Dann auch hier ist ein spannender Punkt. Und dann kann man halt so Lungenregionen oder Bauchregionen sanft anwärmen. Besser wie eine Wärmflasche, wenn man ein bisschen punktgenauer arbeiten kann, wenn man die Reflexpunkte kennt. Wenn. Genau. Wenn. Jetzt gehen wir ins Wenn rein. Wie können wir aus dem Wenn das verändern in ein Können? Gibt es hier Ausbildungsstätten, wo man sowas lesen, lernen, üben kann? Ich habe eine kleine Bildungseinrichtung im Rahmen meines Instituts für traditionelle europäische Medizin in Wien etabliert. Webseite ist www.institem.at und herzliche Einladung, da mal nachzuschauen. Ich biete einerseits Profikurse an in Kurhäusern. Mhm. Da darf theoretisch schon jeder mitmachen, aber wir erklären nicht mehr, wie die Grundmassage geht und benutzen da auch lateinisches Fachvokabular. Aber jeder, der sich berufen fühlt und Gas geben will, gerne auch ins Profiseminar. Das Ganze geht auch, ich habe ein Format, das nennt sich TEM Kompakt. An 4 Wochenenden einmal durch die ganze TEM, beziehungsweise in einer geblockten Woche einmal von 0 bis 100 durchstarten. Und da ist das dritte Modul, der dritte Teil, der ist sehr massagelastig. Und da legen wir heiße Steine auf, warme Steine. Wir lernen die Indikationen, das heißt, wo es gut passt. Aber natürlich auch die Kontraindikationen, wo man es nicht machen darf. Auf einen Entzündungsherd legt man bitte natürlich keine warmen Steine. Das ist absolut kontraproduktiv. TEM sind nicht immer die milderen Therapien, sind unglaublich wirkungsvoll und deswegen braucht es ein bisschen Know-how. Es gibt dann einen Bereich, wo jeder Laie auch mal experimentieren darf. Und es gibt aber eine Schwelle, wo man wirklich bitte zum Profi geht, zum TEM-Profi, zum TEM-Arzt, aber natürlich zunächst auch mal zum Hausarzt des Vertrauens. Idealerweise jemand, der ein Herz für Integrativmedizin hat, für Heilpflanzen und komplementäre Verfahren, die sich einfach rentieren, weil sie viele Benefits bringen. Ich glaube, viele unserer Großmütter wussten auch einiges, was jetzt einfach plötzlich so versandet ist. Ja. Und das jetzt zu dokumentieren mit dir hier im Fernsehen macht total Spaß. Ganz herzlichen Dank, lieber Karl-Heinz Steinmetz. Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, wir können Ihnen hier auch wieder so ein bisschen den Funken zum Brennen bringen, zu sehen, dass wir in der Naturheilkunde unheimlich viel auch selber machen können. Wir sind letztendlich auch selbst verantwortlich für unsere Gesundheit und hier eine Präventionsmaßnahme zu integrieren in unser körperliches Wohlbefinden hinein. Das finde ich einfach total spannend. Und warum sollten wir uns nicht an der eigenen Wurzeln bedienen, die uns da die traditionelle europäische Medizin ja auch zur Verfügung gestellt hat. Ich fände es schade, wenn das alles verschwindet, diese Schätze, die der Karl-Heinz Steinmetz wieder herausgegraben hat und wieder mithilft zu verbreiten. Also nochmals herzlichen Dank und Ihnen wünsche ich alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.